die allererste Fahrt, die wir hinter einem Marshall gehabt haben auf der Strecke, war surreal. Also es fühlt sich dann auf einmal witzigerweise überhaupt nicht gefährlich an. Und man denkt sich, okay, das ist es jetzt. Das ist ja eigentlich gar nicht, man hat eh alles unter Kontrolle. Man erwartet irgendwie so eine große, das geht nicht, das ist wahnsinnig. Und irgendwie ist aber eigentlich die erste Erfahrung gewesen, okay, das ist es jetzt. Es fühlt sich sehr pur an, sehr, sehr echt, aber gleichzeitig surreal. Und natürlich kommt dann erst mit längerer Zeit, checkt man dann, was man dort eigentlich macht. Gell? Und natürlich, man erwartet sich einfach ein sehr intensives Gefühl, wie gefährlich, wie gefährlich.